Frag doch mal meinen Rechtsanwalt. Sicherlich werden wir nicht in die Revision gehen, nicht? Dankeschön. Warum denn nicht? Weil an und für sich doch der Vorsitzende des Gerichts hat natürlich das begründet, nicht wahr? Und ich glaube kaum, dass wir da also nur noch große Gegenargumente haben. Mit der Schuld des Angeklagten hat sich das Urteil wenig beschäftigt, hat aufgrund eines formalen Geständnisses, was im nächsten Satz praktisch zurückgenommen worden ist, eine Minimalstrafe ausgesprochen. Es hätte mehr sein können, denke ich mal schon, weil er ja überhaupt keine Reue zeigt, obwohl er wusste, was er tat. Herr Gläser, dürfen wir Sie kurz was fragen? Nein. Gläser, fühlen Sie sich ungerecht behandelt? Nein. Können Sie uns was sagen, Herr Gläser? Nein. Wir haben wahrscheinlich noch 20 Jahre.